Das könnte heute ein ganz schön vollgepackter Part werden. Sehen wir mal, Leute. Wir dürfen uns am Wolfhorter Hafen umgucken, haben auch noch zwei Charakter-Episoden und wohl eine Übungsschlacht. Ich würde tatsächlich anfangen mit den Charakter-Episoden jetzt erstmal. Neue Charaktere, das gefällt mir. Wen haben wir da? Die sonst stets gut gelaunte, gut aufgelegte Wirtin im Feldlager macht ein betrübtes Gesicht. Was mag sie bedrücken? Okay, das ist ja witzig, aus dem Feldlager sind irgendwie die meisten Menschen involviert direkt. Fällt mir gerade so auf. What is the realm coming to? Hail, fair maid. Well, if it is an Arador, have a seat. You've ample choice. Who are you and what have you done with the barkeep? The one I know ain't prone to melancholy. She is when word of a fellow barkeep's misfortunes reaches her. It's all in this letter. People are taken to plunder and to survive this war, and my friend's tavern was destroyed beyond repair. Here's hoping your fine establishment escapes unscathed. I can't bear to think of what I'd do without this place. My heart goes out to you. As if times weren't hard enough with customers. I can't think straight for worrying so much. Well, you're a soldier, aren't you? Can't you just go out there and crush your enemies so we can be done with all this? If only it were so easy. What I wouldn't give to wield a flagon every day instead of a blade. Never took you for the type to make excuses, Arador. Arador is doing everything he can. The realm suffers because of my failings. Forgive me, Lord Wolfort. It was hardly my intention to blame you. What with things being as they are, I haven't been myself these days. But enough of this. All the moping in the world won't change a thing. It's time for action. My lord, as you can see, I'll have no choice but to shutter my tavern if the war doesn't end. And soon. So let me join you. I think you'll find that pouring ale isn't the only trick I have up my sleeve. Ah, but where are my manners? Hasabara is the name, my lord. At your service. Da gucken wir natürlich gleich ihr Profil an. Oh, sieht ja cool aus. Hat eigentlich fast ein bisschen mehr was irgendwie in so einer Piratin, finde ich. Ich finde das Outfit irgendwie echt cool. Die Wirtin der Taverne im Wolfortschen Feldlager. Stets bemüht, ihre Gäste, deren weltliche Sorgen vergessen zu lassen, erfreut sie sich großer Beliebtheit, jawohl. A barkeep I may be, but good drink isn't the only way I know how to heal what ails people. I can vouch for that, my lord. Hasabara is good to have around in a pinch. Then I see no reason to refuse. You are most welcome among us. Ha! Heartening to see you're the decisive type. I won't let you down. And you've made a good decision as well. Couldn't have picked a better lord to serve, I tell you. Aye. I gathered that the way you're always singing his praises. Hasabara hat sich dir angeschlossen. Cool. Ich mag das so sein. Das ist echt ziemlich cool, finde ich. Ist auch ein interessanter Name. Hasabaras Eigenschaft im Kampf. Rettet auf ihrem Pferd flink ihre Gefährten aus jeder Notlage. Heilt Gefährten in der Umgebung. Heilt bei einem Folgeangriff LP des Angriffspartners und ihre eigenen. Okay, das klingt sehr interessant wieder. Ist das eine berittene Heilerin? Moment. Ist das jetzt korrekt? Das schauen wir gleich nochmal nach. Berittene Heiler, das ist ja natürlich großartig. Ah, wo ist sie denn? Hier. Auf Stufe 11, sehr cool. Oh, der Sprite auch. Hey, wir haben endlich mal wieder eine Reiterin dabei, nachdem uns der Prinz ja verlassen hat. Okay. Spannend. Details. Oh, sie macht sogar ganz guten Schaden. Huh? Das ist jetzt nicht der schlechteste Angriffswert zumindest. Scheint sehr ausgeglichen zu sein. Hat aber leider auch nur 5 Bewegungen, obwohl sie auf dem Pferd unterwegs ist. Könnte jetzt auch ein Punkt mehr sein, aber gut. Voller Einsatz. Regeneriert LP bei allen Gefährten im Wirkungsbereich. Okay. Niederman erteilt dem Gegner auf 3 nebeneinander liegenden Feldern physischen Schaden. Klingt auch nicht schlecht. FP-Schub bei Bewegungen. Gewährt 1 FP, wenn eine Bewegung über 5 oder mehr Felder ausgeführt wird. Oh.
Interessant, okay. Das heißt, man muss sich auch viel bewegen. Ha, gut, ihr Heiltalent kostet natürlich 2 Punkte. Das hat jetzt eine Stärke von 52. Lasst uns das doch mal vergleichen. 47. Okay, aber Chila ist auch niedriger vom Level. Die hat nochmal etwas mehr. Aber auch nicht sehr viel mehr, ne? Ist bei dir 38 nur? Okay. Bei allen Gefährten im Wirkungsbereich wäre das ähnlich ist wie der heilende Kreis. Aber halt nur das, was direkt daneben anwenden können. Klingt jetzt gar nicht schlecht, muss ich sagen. Und wirklich ein cooles Design. Ich mag das sehr gerne. Das ist echt ein cooles Outfit irgendwie, muss ich einfach mal sagen. Sehr stylisch. Na dann, wen haben wir hier? In Heißarts hallender Heilung sinniert eine junge Medica über den Wert des Lebens. Ein Rosei hier, huh? It's an emergency. We have 2 patients. Both with extraordinary fevers. The Rosellen is unresponsive. Well, I can't tend to both unless you can give me 2 more pairs of arms. Let me help. I've just completed my training and I'll do whatever it takes to save them. Are there no real doctors left? Fine, come. We're losing precious time. Leave the Rosellen. We must prioritize the Believer. As you wish. But the Rosellen will die unless we do something. Do they not teach the order of things in school these days? So what if they do? What does the order of things have to do with saving lives? Not all lives are weighted the same. You would do well to remember that. Ach Gott, ja, Heißsandte. Rühme die sich nicht mit ihrer wunderbaren Gleichberechtigung. Ach, das sieht man doch sofort, nicht wahr? Wie toll gleichberechtigt die alle sind. Oh Mann. Quickly, Medina, these people are dying as we bicker. Oh. Autsch. Das ist schon auch hart, wenn du so einem System ausgesetzt bist und einfach nur helfen willst. I couldn't save him. Sind natürlich niedergeschlagen. Erstmal das Profil. Heißender Student der Alchemie, Medina Arium. Eine junge Alchemistin, die helfen möchte, wo sie nur kann. Sie studiert beflissentlich in den Hallen der Heilung, um die Kranken und Verletzten zu versorgen, die dort behandelt werden. Ey, das ist ein bisschen an Tressa, finde ich, oder? Ein bisschen, ja. Witzig. Also als Octopath. Orders or not, I was the one following them. It's all my fault. Where are you going? Medina! Er rennt erstmal davon. I beg your pardon, Lord Serenoa, but a doctor from the Ministry requests an audience with... My name is Medina. I've heard much about your house and simply had to see it for myself. What insolence is this? Stand down. Pray tell, what brings you before me? It is said House Wolfert possesses a relic known as the Scales of Conviction. Is this true? It is. We turn to the scales for guidance in times of trouble. Then, I wonder if they might guide me forward as well. I had a crisis of confidence. A man was counting on me to save his life, and I let him die. I cannot let this happen again. I wish to save all the lives I can, regardless of country or creed. Pray grant me the chance to consult the scales, that I might walk the righteous path. The scales are merely a tool to an end. They are not a magical window into the future. When decisions must be made, all in this house have a say. We choose as best we're able and strive to ensure we chose wisely. You mean you strive not to regret your decision? That is all one can do. For
Forgive me if this is not the answer you sought. Then would House Wolford accept my aid if I offered it, my lord? If you would serve as a physician, that would be a boon. For we fear the war is far from over. I would be honored, my lord. I would see what I could do to rewrite the order of things. Then let us walk the path together. I am at your service, my lord. Medina hat sich dir angeschlossen. Cool, okay. Es sind aber ganz schön viele Heilcharaktere. Medinas Eigenschaft im Kampf, eine Expertin auf dem Gebiet der Arzneikunde, verstärkt den Effekt von Heilgegenständen drastisch. Kann in einer Runde zweimal Gegenstände benutzen. Ah, okay, so heilt ihr also hauptsächlich. Ja, das ist doch nochmal was anderes auch hier. Ha. Huh. Das ist interessant, wie unterschiedlich sich unsere Heiler spielen. Gut, und Narf wiederum kann man jetzt nicht als Heiler bezeichnen, der hat halt einfach noch zusätzlich Heilmagie. Der ist halt einfach so ein Allrounder im magischen Bereich. Sie hier hat ein Messer dabei, ha? Alchemistin. 53. Ja, gut. Auch wieder relativ ausgeglichen. Aber Sprung und Bewegung hier, das gefällt mir schon mal, dass sie Sprung 3 hat. LP-Heilkunde. Erhöht die Wirkung von LP-heilenden Gegenständen. Ermöglicht es, einen Gegenstand zweimal in Folge anzuwenden. Und erhöht die Reichweite von Gegenständen, die auf Gefährten angewendet werden, um 3. Cool. Ja, ist natürlich schon ziemlich nützlich, auf jeden Fall. FP-Heilkunde klingt spannend. Wenn wir FP auch heilen können, das wäre natürlich grandios. Bin gespannt, was wir aus ihr rausholen können. Klingt nach einem weiteren guten Heiler auf jeden Fall. Sofern die Verstärkung der Heileffekte auch wirklich stark ist. Okay, jetzt haben wir wirklich sehr viel Healing eben. Wir müssen erstmal schauen, was wir überhaupt machen. Und hier ist auch ganz schön viel inzwischen los, oder? Für Serenoa. Wie ihr wisst, sind Arzneien mein Fachgebiet, also meldet euch, wenn der Schuh irgendwo drückt. Ich heile jedes Wehwehchen im Handumdrehen. Mhm. Hier drüben ist Rosabra. Oh, First Aranoa, wie geht es euch? Ich hoffe, ihr habt bei all euren Pflichten noch Zeit, euch ordentlich den Bauch vollzuschlagen. Schließlich müsst ihr bei Kräften sein, wenn es darauf ankommt. Wie sagte nicht schon immer mein Urgroßvater, wer vom Fleische fällt, wird keiner Schlachten hält. Bei mir esst ihr immer frei Haus und schmecken tut es obendrein, also langt ruhig zu. Womit kann ich zu Diensten sein? Genau, die Dreiländerarmee, die machen wir auf jeden Fall, das ist klar. Sollten wir jetzt in dem Fall mal ein bisschen Heilgegenstände einkaufen? Ist halt die Frage, wie viel sie rausholt. Oh, wow, wir können echt viel kaufen, theoretisch. Mit der nächsten Schlacht sollten wir auch wieder einen Trumpfpunkt oder vielleicht auch einen weiteren Trumpf uns erkaufen können. Ja, ich meine, gut, diese ganzen Pastillen kann sie sicherlich auch benutzen. Müssen wir mal gucken. Pastillen sind doch mehr wert, als man denkt, ha? Wir können doch nochmal ganz kurz schauen, was wir bei denen so machen können, alles. Okay, sie scheint sehr stark auf Glück fokussiert zu sein hier, witzig. Kriegt sie ja mehr Sprung, das sieht auch so aus, ha? Das ist, glaube ich, das Sprungsymbol. Und hier irgendwas, was noch Heilung beeinflusst anscheinend. Steckt ihr echt mit so einer Keule zu und halt gleichzeitig. Das ist echt irgendeine coole Kombination. Echt faszinierend, muss ich sagen. Ja, ich glaube, wir werden unsere Freude haben mit den neuen Charakteren. Das gefällt mir. So viel Healing, meine Güte. Aber ich würde sagen, legen wir los. Ich bin mal gespannt, was Heisernder Soldaten so können überhaupt. Das sollen wir selbstverständlich in Erfahrung bringen. Damit wir auch ja gut vorbereitet sind. Okay, gut. Dreiländerarmee. Also bei euch ist ja alles wieder normal, ne? So Machtklingen, das ist relativ typisch. Und du bist jetzt ein Highsender, ha? Heiliger Speerkämpfer. Hat aber auch nur die drohende Lanze. Und heilige Lanze klingt zwar gefährlich, aber es ist nicht irgendwie anders, ha? Wir haben den Eishauch, okay. Heiliger Stab, heilende Hand. Also sieht doch gar nicht so außergewöhnlich aus. Jetzt, nee, stimmt, hier drüben haben wir Eis und hier haben wir dann Feuer, okay.
Aber die sind gut kombiniert, weil man schon irgendwie beides mit anlockt, ja. Wenn man so eine Art Eisschild haben könnte, wäre schon auch ganz cool. Er hat einen Schildschuss, also ist eigentlich gar nicht so außergewöhnlich, muss man sagen. Jetzt gucken wir erstmal, ich nehme mal ganz kurz alle raus erstmal. So, ich nehme auf jeden Fall dich mal mit rein, weil sobald du schlafender Pfeil lernst, haben wir, glaube ich, einen ordentlichen Vorteil. Müssen auch nochmal gucken, was andere jetzt noch lernen. Er hat jetzt die Konterbereitschaft, so eine Weile aber, ja. Erador, genau. Erador unbedingt, weil Erador auch kurz davor ist. Und das sind halt Einheiten, die noch einiges dazulernen können. Oh, bist du auch einigermaßen zügig dran, lieber Erador. Understood. Benedikt kann dich buffen. Und Federica könnte dir einen ordentlichen Flammenschild verpassen. Bollwerk, Flammenschild und gleich mal nach vorne stürmen. Wäre ich auch mal ganz lustig. Ich will mal wissen, wie viel der tatsächlich inzwischen rausholen kann. Oh man, Chila hinkt halt echt hinterher. Und mittlerweile ist Chila, glaube ich, echt keine coole Option mehr sogar. Schwierig. Die anderen scheinen mir deutlich mehr Utility rundum noch mitzubringen. May we return home unharmed. Ansonsten gibt es Leute, die so ein bisschen leveltechnisch hinterherhinken. Ja gut, Julio, das kann ich auch irgendwann mal offscreen machen. Das eilt, glaube ich, nicht. Der Ballwurf, den wird sie irgendwann mal lernen. Das ist bestimmt auch ganz nett. Was ist mit Jens? Wo ist Jens? Hier ist Jens. Stufe 15. Ich gucke einfach mal, was wir halt schnell lernen. Würde das daran so ein bisschen ausmachen. Sie hat jetzt schon alles aktuell. Sie auch. Er auch, soweit ich weiß. Ja, Stufe 15. Magieabwehrmalus bei Schaden klingt aber ziemlich gut. Da könnten wir schon zügig drauf hinsteuern, würde ich sagen. Und die Schleuderfalle, die ist auch ganz witzig. Ja, ich nehme dich noch dazu. Nehmen wir halt mal Leute, die jetzt noch einiges dazulernen, oder? I'll give it a try. Haben wir mal ein Team, was wir sonst jetzt so gar nicht spielen würden eigentlich, aber nun gut. Manchmal wäre es noch ganz cool, wenn man wirklich den kompletten Gegner-Range auch mal einblenden könnte. So mache ich halt immer meine manuellen Checks. Mache ich bei älteren FEs natürlich auch, aber heutzutage kannst du da schon ein bisschen mehr Convenience reinbringen, denke ich. Auf jeden Fall. Okay, sind ja alle ziemlich weit weg, oder? Boah, also die kommen gar nicht ran. Witzig. Benedikt ist ja der Erste. Der jetzt hier erstmal drankommt. Und bei euch agiert als allererstes ein Heiler. Das ist ja auch relativ egal eigentlich dann. Wäre ich ganz gerne mal das mit Bollwerk ausprobieren direkt. Wie ist das eigentlich, wenn ich ihm zum Beispiel jetzt, wobei, nehmen würde ich dieses Tuch gar nicht geben. Ich könnte dir das zum Beispiel mal geben. Würde mich mal interessieren. Shall we? Mich würde das echt mal interessieren, was wir da rausholen, theoretisch. Wenn wir ihr mal das Halstuch geben. Weil Benedikt ist doch auch nicht super langsam, oder? Der ist dann auf der 7, okay. Er geht halt schon nach einigen physischen Einheiten erst. Wir könnten das Flammschild draufhauen und ich würde mal interessieren, ob wir einen physischen Konter dann auch machen können gleich. Im Anschluss. Das würde mich alles brennend interessieren. Ja, wir können das schon mal machen. Wird, denke ich, schnell gehen, da müssen wir auch nicht viel nachdenken. Aber wir können mal ein paar Talente ausprobieren hier. Die bestimmt ganz lustig werden, ich bin gespannt. Drei-Länder-Armee. Ich habe jetzt gar nicht mehr auf meine Aufstellung geachtet an sich, aber ich glaube, das ist einigermaßen irrelevant. Die Übungsschlachten sind wirklich bisher sehr simpel. I shall protect you. That'll do. Ja. The hunt is on.
Wir warten mal. Ganz in Ruhe erstmal. Sandhor Sabra. Das ist tatsächlich so. Ach, das heilt einfach um uns herum. Okay, das ist interessant. Aber ich könnte mich jetzt zum Beispiel 5 Felder mal bewegen. Zum Beispiel einfach darüber. Der dann quasi einen FP mehr, oder? Wenn ich jetzt das hier mache, dann würde ich auch gleich wahrscheinlich ein bisschen Erfahrung bekommen, auch wenn es eigentlich nichts bringt. Ah, interessanter FP-Schub, der wirkt sofort. Oh, das ist aber schlecht. Das ist ja gar nicht gut, dass der sofort wirkt. Der sollte eigentlich erst danach wirken, meiner Meinung nach, weil jetzt sind wir ja quasi auf 2 Punkten, wären aber eigentlich auf 3 gewesen, ne? Das ist ein bisschen bitter, muss ich sagen. Nicht so schön. Das hätte man auch anders machen können, meiner Meinung nach. I see a path to victory. A brief respite. We'll get him yet. Ready. Das machen wir mal schön so. So. War klar. I'll take you on. Mit dir ab durch die Mitte, oder? Ich will das mal echt ausprobieren, jetzt wo er... Ach nee, er kann ja noch gar nicht, oder? Stimmt, er braucht ja noch ein bisschen. War jetzt auch etwas zu früh dran. Macht aber nichts. Nichtsdestotrotz, er hält ganz schön viel aus. Und ich will mal ein bisschen drauf anlegen einfach. Was hatten wir da? Ja, das ist natürlich ein bisschen doof. Ich werde auch erstmal abwarten. Sollen die sich mal ein bisschen positionieren? Was kannst du alles machen? Also doppelter Einsatz. Ach, das kostet aber. Oh. Das macht sie natürlich schlechter. Ich dachte fast, es wäre passiv, dass sie 2 Gegenstände anwenden kann. Wobei, okay, sie kann wahrscheinlich auch 2-mal halt generell werfen dann zum Beispiel. Ich weiß nicht, das gefällt mir jetzt weniger auf einmal. Sie hat ja auch nur so ein olles Messerchen hier dabei. Irgendwie ein bisschen ernüchternd, muss ich sagen. Ja, ist wirklich ein bisschen bedauerlich, meiner Meinung nach. Ich bin ein Doppelgänger. Kann ich mir denn auch so aufteilen, dass ich direkt quasi hier nochmal mit angreifen kann? Weil das wäre auch interessant. Habe ich auch noch nicht probiert, weil ihr müsst ja theoretisch auch dann mit angreifen eben. Ganz einfach. Ist das mit der Schleuderfalle? Die kann ich auch relativ weit vorne positionieren. 1, 2, 3, 4. Braucht er doch sowieso mindestens als Platz. Der hat ja keinen Range von 5. Ja, also er müsste sich eh mindestens bis dahin bewegen. Wäre bestimmt auch ganz witzig, das so zu machen. Wenn man Bock drauf hat. Just for fun kann man das schon mal machen. Oder ich schicke ihn da rüber. Ich weiß ja, am besten man lässt jemanden direkt reinprallen in einen anderen Gegner, würde ich fast sagen. Ich muss doch an einen anderen Moment denken, das war echt das Beste. Das war so grandios lustig einfach. Ja, ihre Reflexe sind schon sehr gut. Und stellt sich echt da noch hin, okay. Interessant. Dürfte nicht mal Schaden machen, ne? Ja. Aber Feuerkonter gibt es anscheinend wirklich nur, wenn wir auch aktiv Schaden machen. Ich müsste eigentlich so weit nach vorne, ne? Mein Quatsch, wenn ich ihn hier... Nee, ich komme ja so nicht auf das Feld, ist aber auch egal. Ganz im Ernst, das ist Training, es ist ja wirklich irrelevant, was du machst. Das haben wir längst gelernt. So unwahrscheinlich, dass dir irgendwas passiert in der Trainingsschlacht. Ja genau, doch der Doppelgänger, der würde jetzt auf jeden Fall mit angreifen dann. Gut zu wissen. Ja, bin ich ganz sicher. So, der erstmal binden, ne?
Okay, also die High Center sind jetzt auch nicht irgendwie außergewöhnlich bisher. Von dem, was wir so sehen. Immerhin, der Schaden ist nicht super schlecht. Aber jetzt auch nicht krass gut oder so, ne? Also, ist schon eher relativ, die ganze Geschichte. Schade, hier komme ich auch nicht nah genug dran. Dann machen wir halt das hier erstmal, was soll's. Don't be afraid. Er ist gelähmt, okay, krass. Ist das wie gebunden? Ich glaube schon, oder? Die haben alle so unglaublich viel Resistenz hier gegen Eis, das ist echt witzig. Ja, beziehungsweise generell hohe Magieabwehr. So, Sabra kann jetzt leider nicht mit angreifen. Und sie heilt immer nur daneben, ne? Hm. Das ist ein Charakter, den man doch nur sehr schwer irgendwie gut einsetzen kann, habe ich den Eindruck. Ach so, funktioniert das bei ihr, okay. Naja gut, dann kann sie wenigstens irgendwas machen. Interessant. What a pain. Oh, das ist echt bitter mit der Bewegung hier. Ich finde, das müsste geändert werden. Ich finde das einfach nicht gut, ganz im Ernst. Das ist einigermaßen schrottig. Und das ist echt ärgerlich, finde ich, dass das so ist. There is always a way. Allow me. Ist das jetzt hier die Flammenfessel drauf vorne? Ist aber auch in Ordnung. Stay right there. Sind wir den erstmal los. Boom. Sehr gut. We doing this? Ein bisschen mehr Bewegung würde manchen ganz gut tun, stelle ich immer wieder mal fest. Hier haben wir jetzt nicht so viele Leute, ich mach das mal. Mal gucken, ob doch noch jemand da reinrennt. Ich fürchte nicht, aber wer weiß. Oh, auf 3 runter, schade. Ja, der Zauberer kann jetzt erstmal nichts machen, ne? Hier rum steht er? Ich sehe das gerade nicht gescheit. Wird er von hier aus gebackstabbt schon, oder? Ja. Alles klar. Backstab! Backstabs sind immer fun. Das reicht da. Ja, also Doppelgänger kann man wirklich auch so einsetzen. Also durchaus auch offensiv, wenn man das möchte. Kritisch 1, das hat nicht gereicht. Ist sie auf 1? Yes. Okay, das ist schon sehr lustig, muss ich sagen. Absolut lustig. Oh mein Gott, ey. You're done. Super. Ja, also das ist jetzt wieder eine sehr triviale Übungsschlacht halt, man kennt's. Aber so kommt man da doch nicht zum Erkunden. Das ist halt doch so, dass es ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Kommst du nicht drum rum? Ist wirklich bedauerlich. Und Jens macht mir echt zu wenig Schaden. Ich finde halt, Jens ist ein reiner Utility-Charakter so, ne? Und. Vielleicht sollte er doch auch etwas mehr physischen Schaden machen, ich weiß nicht. Wobei wahrscheinlich auf manchen Karten er schon echt gut ist. Mit der Leiter kann sich schon bezahlt machen. This battle is ours. This ends now! Sehr schön. Bleib mal da. I'll do my utmost. Wir haben auch wieder ein bisschen Möglichkeiten, zusammen anzugreifen. I struck true. Oh wow, so weit nach drüben geht's. Das ist ja witzig. Ach ja, Schleuderfallen sind echt amüsant irgendwie.
Ein Heiler, der so weit weg ist, der ist natürlich wirklich nahezu unnütz. Das ist schon irgendwie funny. Machen wir da den Wirbelwind drauf, jo. Wir müssen unbedingt das Loot einsammeln. Ich glaube, das ist wirklich einfach das Wichtigste auf diesen Karten. Einfach schön Loot mitnehmen. Kritisch 1 hat einfach gereicht. Das ist so gut. Oh Mann, ey. Schon teilweise sehr amüsant. Your defense is weak. I'll have a go. That certainly worked. Let me show you what I've learned. Ah ja, sammel du doch einfach mal das hier ein. Und dann keine Ahnung. Könnt ihr noch ein Flammenschild? I don't know. Aha, Gesinnung hat sich gefestigt. Nee, ich will einfach nur das Loot einsammeln. Ist ja auch nicht so, als hätte man jetzt hier viel zu verlieren noch. Passt. Kommt noch irgendeiner vor uns dran? Gibt's überhaupt irgendein schönes Feld, was man vorbereiten kann? Da ich auch nicht so wirklich noch. Alles relativ egal, nachdem ich... Oder kann ich dir in den Rücken fallen? Geht das als Seitenschuss oder als Schuss von hinten? Bin mir nicht ganz sicher. Naja, egal. Ganz im Ernst. Wir haben eh nichts zu verlieren mehr. Ist halt wirklich so. Ich weiß nicht, manchmal denke ich mir schon, dass Permadeath ins Spiel hätte reingekonnt. So ganz challenging ist es dann doch nicht, habe ich den Eindruck. Aber es wird auch noch eine ganze Weile gehen. Und insofern gucken wir mal, wie sich das Ganze überhaupt noch entwickelt. Ne? Ich hoffe tatsächlich, dass es ein bisschen anzieht. Obwohl die letzten Missionen schon echt cool waren. Also das Missionsdesign finde ich echt stark. Aber es ist trotzdem kein sehr schweres Strategiespiel, finde ich bisher. Also es gibt eindeutig schwerere Strategiespiele. I've been better. Take that. Ja, da hinten. Bonk. Aua, Mann, was soll das denn? Leave everything to me. So, der Feuerkonter. Kannst mit dem Sechskantstab draufhauen. Oder wartet mal, wie sind die Erfahrungspunkte derzeit, nur um nochmal einen Überblick zu bekommen. Eigentlich war mir vor allem Erador hier wichtig, ne? Dass er mal möglichst schnell auf 13 kommt, weil bei ihm ist es halt ein großer Vorteil. Rudolf auf 13 wäre auch ein großer Vorteil. Was nice knowing you. Well, that worked. My stratagem is superior. For the future of House Wulford. Wie sieht es jetzt mit Benedict eigentlich aus? Und du kommst gar nicht weit genug, naja, okay, von mir aus. Nicht, dass es eine Rolle spielt. Ich probiere trotzdem immer zu viel zu optimieren. Das ist schlimm. Weil ich spiele das Spiel gefühlt doch noch sehr langsam, habe ich den Eindruck. Ich weiß nicht, wie es euch da so geht. Ich lasse mir generell immer sehr viel Zeit mit solchen Spielen. So, zwei Beutestücke. Ist auch mal was. I shall try my level best. Okay, Federica ist jetzt bei 95. Das ist ja auch ganz nett. It is time to strike. Delightful. I will end this. Bonk. For a better world. We doing this? Du hast auf jeden Fall auch noch mit drauf. Eat dirt. Haben wir alles an Loot mitgenommen? That's it. Wie immer würde ich ganz gerne auf Nummer sicher gehen. I've been waiting for this. Aber ich glaube, es sieht gut aus, oder? Ist hier noch irgendwo was? Nee. Ganz schön robuster Heiler. Tut mir fast ein bisschen leid, der Typ. Jens kann auch nichts mehr machen. Kriegst du euch Erfahrung, wenn du eine Schleuderfalle installierst? Dann machen wir das halt noch. This is my way of doing things. Kriegt er in der Tat, also alles gut. Ja, Yuet kann finishen, die kriegt immerhin noch ein Level. Schön.
I will fight to my last breath. Hat sich zumindest schon gelohnt für uns, würde ich sagen. Aber es war eine echt simple Übungsschlacht. Hochwertiges Erz plus Holz. Mal gucken, ob wir noch irgendwas upgraden können daraufhin. Neue Charaktere sind ganz interessant, aber bei Medina scheint mir das schon ein bisschen sehr teuer zu sein. Dieser Einsatz von der Fähigkeit. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Ist mir ein bisschen zuwider, das Ganze. Ich krieg so schon erstmal kein Upgrade. Und bei ihr ist es halt echt bitter, dass du nicht den Punkt zum Schuss erst angerechnet bekommst. Also bekommst du einen Punkt und dann setzt du ein Talent ein. Das ist halt doof. Das wäre so viel mächtiger, wenn du das erst bekommen würdest am Ende der Runde dann halt auch wirklich. Nicht direkt nach der Bewegung. Es ist schade, wirklich. Es ist ein bisschen bedauerlich, meiner Meinung nach, dass es so ist. Nimmt doch einiges an Wert wieder raus. Hier will ich mich jetzt nicht zu sehr verausgaben. Aber wir haben ganz schön viel Punkte wieder dabei. Und hier gibt es mega gute Sachen. Handlungsunfähigkeit für den Feind. Das hier verstehe ich noch nicht ganz. Mit Vorläufer und Aufladungen werden abgebrochen. Keine Ahnung, was das jetzt genau bedeutet. Heißt, es werden dann auch wieder zurückgesetzt irgendwie von unserer Agilität, dass wir halt ziemlich langsam dann wieder agieren, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich würde fast sagen, Rückenwind ist hier das Beste, was man erstmal nehmen kann. Gewährt uns halt einen relativ schnellen Start. Da spricht wenig dagegen, würde ich sagen. Alles klar. Dann haben wir das jetzt mitgenommen. Verlassen das Feldlager. Und das heißt, beim nächsten Mal geht es auf jeden Fall direkt zur Erkundung dann in dem Fall. Oder? Okay, wir haben anscheinend noch eine Charakterepisode mit Picoletta. Dann haben wir doch noch was zu tun. Unter nächtlichem Himmelszelt denkt Picoletta an ihre alte Zirkustruppe. Ja, das nehmen wir noch mit, komm. Dann fühlt sich der Part für mich ein bisschen runder an, weil da haben wir doch noch was anderes. Das mit der Übungsschacht ist ein bisschen schwierig. Da sind die Meinungen eben etwas gespalten, trotz Umfrage. Das heißt für mich, bedeutet, wir müssen einfach gut kombinieren in Parts. Wow! The stars are so pretty. They're always so bright, no matter where I go. You were in a circus, right, Picoletta? Yep. We performed in all kinds of places together. The people in the circus were from all over, too. There were people from Glenbrook, people from Hyzant. But when the war started, the circus broke up. Our circus master was from Esfrost, and he said he had to go and fight for his country. Even the poor animals were all taken away. They were like my family. Picoletta. But I won't give up. I'll help you end this war, and then I'll bring back my circus troupe. I believe in you, Picoletta. But to do that, you'll need to build up your strength. And look, it's almost time to eat. Yay! Let's eat together again today. Ja, die Schilderung von diesem Zirkus, die klingt wirklich ganz schön. Da gab es vielleicht sowas wie wahre Gleichberechtigung, wer weiß. Klingt eher so, wir kriegen auch hier wieder Gesinnungsfestigung anscheinend, das ist ja interessant. Na gut, das heißt, wir starten beim nächsten Mal mit dem Erkunden rein direkt. Ah ja, ich glaube, ich passt doch noch ein paar Charaktere zumindest an, dass die irgendwie so auf Stufe 10 sind, die jetzt noch hinterher hinken. Dass doch mal Chila und Silvio irgendwie noch mal ein bisschen was, dass sie ein bisschen mithalten können einfach, ne, weil, ja, irgendwann braucht man sie vielleicht doch und ich glaube, es ist schon ganz cool, wenn man Charaktere möglichst breit gefächert einsetzen kann. Ist ganz schön einfach. Aber gut, beim nächsten Mal Erkundungsmission, alles klar. Und dann wahrscheinlich auch direkt schon die Schlacht, vermute ich mal, ganz stark. Wenn wir da nicht wieder eine Nebenmission bekommen oder so. Abwarten. Bis bald.